Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Show Business, baby. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, lieber Martin. Na, na, wie geht's dir? Willkommen im Jahr 2024, willkommen beim Wanderzirkus. Ja, zack, bumm, schon wieder neues Jahr. Das ging irgendwie flott rum. War viel los letztes Jahr und jetzt soll alles ganz, ganz schön sein in diesem Jahr. Das denke ich mir ja immer, ne? So im Januar ist man ja noch so motiviert und denkt sich so, ja, und das und das und das möchte ich gerne. Italienisch lernen, Harfe spielen, vielleicht auswandern, also all sowas, ne? Und sind natürlich das die Wünsche, die in deinem Geheimtagebuch stehen? Ja, und jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen und erstmal 10 Kilometer joggen. In der Reihenfolge. Oh, hatten wir gestern ein großes Streitthema tatsächlich hier. Ich bin gerade noch im Silvesterurlaub quasi. Ich bin im Haus meiner Eltern in Schweden. Hier sind -8 Grad. Es schneit ununterbrochen. Wir gucken das auf einen gefrorenen ist See. Schön. Ja, ich bin und mit Freunden hier, nicht mit Eltern. Und tatsächlich war das gestern ein großes Streitthema, als wir zusammensaßen, nämlich sollte man jetzt anfangen, um 5 Uhr morgens aufzustehen, um Sport zu machen? Ich bin für Nein. Ich bin gegen diese Uhrzeit. Ja. Ich weiß nicht. Das ist, also, ich meine, allein dieses Loslaufen und sich fertig machen und zu sagen, so, ja, ich starte den Tag jetzt wirklich mit Laufen, ist ja schon eine Hausnummer an sich. Also, sich da wirklich zu überwinden, ne? Ich finde, das ist eine Überwindung, wenn man so morgens vor allem anderen sozusagen losrennt. Absolut. So, aber da muss das um 5 sein. Da ist es ja auch noch dunkel. Und by the way, hier ist es nur am Regnen. Ich möchte das nicht. Ich rutsche da auch raus. Ja. Aber ich sag dir eins, Martin, ich bin ja jetzt auch erstmal weg. Ne? Also Wanderzirkus läuft natürlich trotzdem weiter, aber ansonsten bin ich erstmal jetzt ein bisschen raus aus dem Januar, denn ich fliege in die Sonne und ich sehe mich aber auch da nicht um 5 Uhr morgens am Strand joggen. Auch da nicht. Obwohl, es wäre sicherlich ein Stückchen leichter, aber also ich weiß nicht, also ich sehe ja mittlerweile auch, je älter man wird, wie das Wetter ein Jahr beeinflusst und seine Lebensform. Das ist so. Und ich war letztes Jahr in Kalifornien auf einem Roadtrip. Ich hatte auch ein Austauschjahr mal in Kalifornien vor 100 Jahren. Und jetzt aber, wo ich ein bisschen erwachsener war, habe ich dieses Leben dann doch da irgendwie anders wahrnehmen können als Teenager oder mehr schätzen können. Und wir waren dann irgendwie in Santa Cruz, das ist ein kleines Strandstädtchen, gibt es ja auch so eine Surfmarke, die alle irgendwie tragen, ja. So T-Shirts. Und ich stand dann da, stand am Strand und habe dann gesehen, wie da alle einfach nur in Flipflops und Badesachen leben. Und die rennen da irgendwie einfach nur mit Flipflops durch die Stadt und spielen währenddessen noch ein bisschen Volleyball am Strand. Und es ist ein anderes Lebensgefühl. Du, das ist auch etwas, was ich wirklich schmerzlich vermisse. Aber ich bin auch so wirklich total immer fixiert auf Sommer und Sonne und Hauptsache warm und blauer Himmel. Das finde ich, ich bin ja auch noch so, ich plag mich ja auch manchmal mit Phasen rum, wo es mir so, weißt du, wo es mir mental dann auch eher nicht so gut geht. Ich denke so, alles scheiße, alles grau, alles Mist. Und da habe ich natürlich mit solchen Monaten zu kämpfen. Also weiß ich nicht, der November ist ein Arschloch und das im Januar irgendwie auch, weißt du. Ja. Und da suche ich mir dann schon so meine Fluchten, wo ich in die Sonne kann, weil ich weiß, da bin ich dann, ist alles anders, alles schön und mir, also mir tut es gut. Klar, wem tut es nicht gut? Wobei viele Leute sagen auch, nee, ich finde ja Winter am allerbesten. Was ich meine, ist dieses schmerzliche Vermissen, ist, ich habe ja eine Zeit lang mal ein Jahr in Marbella gelebt. Und alleine dieses, weiß ich nicht,
was du schon beschreibst, morgens anziehen, ist halt in die Flipflops rein, ins Sommerkleidchen oder irgendwie kurze Jeans und T-Shirt rein und fertig. Ja. Weißt du? Eincreme schön mit Sonnencreme und ansonsten Sonnenbrille auf, fertig. Es ist ein mehr easy going. Ich meine, nicht, es kommt nicht von ungefähr, dass man im Frühling anfängt irgendwie es sich zu Hause erstmal wieder ein bisschen schön zu machen, Blumen auf dem Balkon und bisschen alles ein bisschen frisch und sauber machen und so, wie heißt du, der klassische Frühjahrsputz, also ich bin auch einer aus der Fraktion und dann dieses einfach rausgehen und draußen sitzen. Ich liebe auch Berlin wahnsinnig, aber im Winter finde ich Berlin einfach schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist, ich kann da nicht sein. Und da aber im Sommer, wenn es wirklich warm ist, draußen zu sitzen in den Cafés oder Bars und Restaurants, das ist für mich, da muss ich gar nicht weit wegfahren, weißt du, aber das ist ein anderes Lebensgefühl. Vielleicht weiß man es auch mehr zu schätzen, wenn man es nicht immer hat. Also ich kann nur von diesem Teil sagen, wo ich eben ein Jahr am Stück einfach quasi so gelebt habe. Ja. Und also im ganz hohen Alter sehe ich mich in jedem Fall irgendwo, wo es warm ist. Oder zumindest wirklich das aufzuteilen. Ja, also so. Ja, ich glaube, du hast recht. Also ich glaube, die Lösung ist dann nicht dahin zu ziehen, weil wahrscheinlich denkt man dann wirklich, das ist dann Alltag und dann merkt man es gar nicht mehr. Vielleicht sind wir dann doch am richtigen Fleck oder am richtigen Ort, in dem wir einfach hier wohnen und es dann schätzen, wenn wir es haben. Das meine ich ja. Du weißt, man weiß es halt mehr zu schätzen. Man weiß es wirklich mehr zu schätzen und ja, man hat auch so ein bisschen was von, es ist halt nicht, du weißt es nicht so zu schätzen, wenn du permanent am Strand bist, finde ich. Also das ist so, wenn ich dran denke, eben obwohl ich da im Süden gelebt habe, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich irgendwie jeden Tag am Pool oder am Strand war, ne? Oder mir nur die Palmen gegossen habe. also das schleicht sich dann halt auch so ein, aber so das, dieses Lebensgefühl an sich, ich mag's. Ich bin ein Sommermädchen. Ein älteres, aber ein Sommermädchen. Ach, ich bin ja schon ein Wintermensch, das ist es nicht. Also ich bin ja halber Schwede und bin in Hamburg aufgewachsen. Aber dann, so ein bisschen, ich mag ja, okay, dann reduziere ich, mag einfach Sonne. Es kann gerne kalt und Schnee sein, aber es muss Sonne sein. Darauf können wir uns einigen. Und guck mal, so das, was du jetzt da hast, wenn so richtig Schnee ist und dann macht das auch total Spaß, finde ich. Aber es ist ja, also bei uns in Deutschland ist ja entweder, also wir haben ja jetzt auch schon Schnee gehabt, also letztes Jahr, das ist jetzt schon wieder letztes Jahr, ne? Auch ordentlich, auch hier in der Lüneburger Heide. Und dann, wenn das dann so alles taut und Matsch ist, das, also gut, auf dem Land geht's noch, in der Stadt finde ich das immer alles so Horror und so deprimierend. Weißt du, dieses, ich brauche einen blauen Himmel. So. Das heißt, du wärst auch im Knast glücklich, solange du den blauen Himmel sehen kannst? Ja. Meinst du, ich lande da? Oder was? Hast du schon mal im Knast gesessen? Das ist jetzt der gute, der tolle Ausblick für dieses tolle neue Jahr. Super. Meine Vorsätze. Du bist echt mein Motivationscoach schlechthin, ja, Martin. Aber hast du schon mal eine Nacht im Knast verbringen müssen? Ich habe schon öfters im Knast gedreht und ich sitze bei Freunde fürs Leben, falls sie das irgendwann mal wieder aufleben lassen im ZDF, theoretisch noch im Knast. Okay. Die können mich da wieder rausholen. Also so langsam wird's Zeit. Das ist ja schon lange her, dass wir das gedreht haben. Und Männerpension zum Beispiel, das war das erste Mal, dass ich in einem Knast war. Das war schon, also ich meine, das ist schon, klingt blöd, wenn man sagt interessant, aber doch ist es. So eine gewisse Neugierde hat man ja. Und das war aber einer, wo halt keine mehr waren. Okay. Dachte ich. Dem war aber nicht so. Also in einem bestimmten Teil waren tatsächlich dann doch noch ein paar Leute. Wirklich? Ja. Gespenster? Nein, nicht Gespenster. Okay. Und ich durfte sie mir auch nicht angucken und nicht mal Hallo sagen. Nein. Aber du?
Nee, tatsächlich auch nur aufgrund von Drehs oder touristischen Attraktionen, so blöd es auch klingt, aber tatsächlich auch noch nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, also auch noch nicht Knastandrohung gehabt. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Nein, aber eingebuchtet worden bin ich noch nicht. Jetzt mal doofe Frage, dürfen Menschen, die in Haft sind, dürfen die Podcast hören und hören die theoretisch Wanderzirkus? Wenn ja, dann grüßen wir sie jetzt hiermit. Liebe Grüße. Ich glaube ja. Also ich glaube, haben die Handys da? Oder Laptops? Ja. Ich glaube, das ist nicht mehr so mit diesem, sie haben einen Anruf und dann nie wieder. Die nächsten 30 Jahre nicht mehr. Ich glaube, dass in den deutschen Gefängnissen, dass die denn auch ganz normal, ehrlich gesagt, Fernseher und so weiter haben. Ja, das glaube ich auch, aber ich dachte jetzt so, vielleicht wäre ja Internet eine zu starke Möglichkeit zu kommunizieren mit der Außenwelt und das will man ja, glaube ich, so ein bisschen unterbinden. Also theoretisch ja, also und ich glaube aber praktisch kannst du sowieso alles aus dem Knast heraus, also ich kenne durchaus 1, 2, 5 Herren, die schon mal im Gefängnis waren. 1, 2, 5. Ja, genau. Okay. Ja, mit Zahlen hatte ich es noch nie so. Ich muss mal wirklich überlegen. Ich kenne tatsächlich so einige. Aber die länger saßen oder eher kurz? Unterschiedlich. Also, wenn irgendwas mit Steuern zu tun hast oder so, dann sitzen die ja so länger, ne? Okay. Also ich kenne ja auch, weiß ich nicht, gut, den aber nur entfernt, aber auch einen Boris Becker und einen Alfons Schubeck, um mal auf so ein paar Prominente zu kommen. Ja. Alfons sitzt, glaube ich, aktuell auch, ja, da sitzt ja ein noch. Stimmt, ne? Ja. Das ist auch, ja, krass. Aber ja, ich glaube, dass die, also die, von denen ich weiß, dass sie im Knast waren, die aus unterschiedlichsten Gründen dort waren, haben da entweder sehr viel dazugelernt und ich frage dann ja auch so ganz blöd, ne? Also mich interessiert sowas ja. Ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Es ist alles möglich im Knast, sagen wir es mal so. Alles. Okay, spannend. Ja, wir können mal so fragen, falls ihr mal gesessen habt oder aktuell sitzt und diesen Podcast hört, dann schreibt uns doch gerne mal, wie das vor Ort ist. Kann man da Podcasts hören? Und wenn ja, was ist unter Häftlingen der beliebteste Podcast in Deutschland? Genau, los, das wüsste ich auch gerne. Das wäre eigentlich schön, weißt du, nirgendwo hat man Erfolg, aber in den Knastcharts sind wir auf Platz 1. Meinst du, der wird auch um 5 Uhr gejoggt? Wie ist denn jetzt dein Entschluss dazu? Ah, ja. Nee, oder deine Einstellung dazu? Nein, nicht um 5. Um 5.30 Uhr? Also, auch nicht um 6. Also wir können gerne über Sport reden, aber nicht um die Uhrzeit. Und mich triggert das auch irgendwie wahnsinnig doll, wenn ich so Motivationssachen sehe bei TikTok und bei Instagram und auch bei Threads, wo ich jetzt ja einigermaßen neu bin. Ich blocke das tatsächlich alles weg, um dem Algorithmus beizubringen. Ich möchte keine Motivationsgurus in meinem Leben durchs Netz konsumieren. Sei das es sportlich, sei es beruflich, irre, oder? Mental. Ich hab da keinen Bock drauf. Da sitzt da irgendwie Kai Uwe, der auf einem kleinen Volkshochschulkurs irgendwie ein bisschen was über Mental Fitness gelernt hat und setzt sich dann ins Netz, holt sich seine alte Logitech-Webcam und nimmt da irgendwie 2 schlaue Wörter auf, die er irgendwie auf dem Kalender seiner Mutter abgelesen hat. So, und meint meine, dann Guru meine zu Omi, sein. Meine Omi, die hat auch so einen Kalender. Jedes Jahr aufs Neue. jedes Jahr. Immer so wirklich, wo ne, monatlich das Blatt abgerissen worden ist. Aber die hatten auch immer diese Sprüche. Und es ist halt befremdlich, ne? Das ist wirklich so in Mode gekommen. Das ist ja furchtbar. Schrecklich. Es ist egal, wo man da durchscrollt. Das ist, mir wird auch immer sowas gezeigt. Also Mental Health. Und ich nehme das schon persönlich, weil ich denke, ja, so, genau. Mein Gott, was für. Du merkst ja, ich werde stinksauer bei sowas. Ich fühle mich in meiner persönlichen Freiheit beschränkt durch sowas. Ich auch. Finde ich unmöglich. Immer mit so Musik unterlegt noch und
2023 hat mich gebrochen. 2024 werde ich wieder auferstehen. Und dann, Alter, nee, das ist mir auch zu viel. Aber ich weiß nicht, was dieser Trend soll, dieses wirklich um 5 Uhr oder aufstehen und da irgendwie loszulegen mit Sport. Ich frag mich nämlich, das ist doch eher, das wird ja eher so promotet von auch so gerne mal von so Hollywood-Stars, die dann in ihr eigenes Gym, natürlich nur nach unten oder nach oben oder nach links oder in den, oder nach rechts in den Westflügel gehen müssen, wo sie dann eben um 5 Uhr ihre Einheit machen, dann danach noch in die, ins Eisbad gehen, in ihre eigene Sauna, und dann macht das Personal wahrscheinlich Grapefruit-Filets und noch einen grünen Smoothie dazu. Und danach legen die sich wieder hin oder was, was ist dann? Weil, das fand ich ganz spannend. Ehrlich, wie verläuft dir denn sonst der Tag? Also du musst ja irgendwann dann auch mal wieder wahrscheinlich Mittagsschlaf machen oder so? Ja, es sind einfach die falschen Vorbilder, die ihr Leben in falschen Kontext packen. Channing Tatum ist ein Begriff, ne? Magic Mike. Natürlich. Der hat mal im Interview gesagt, als er so krass ripped war für Magic Mike, dass er meinte, der einzige Weg, wie ich so aussehen kann, ist, dass das mein Job ist. Wenn der für Magic Mike drehen muss, kriegt er 6 Monate vorher Bescheid. Das ist dein Fitnessplan, das ist dein Ernährungsplan. Hier ist ein Personal Trainer und hier sind 10 Millionen Dollar, weil das jetzt für die nächsten 6 Monate dein Job ist, so geil auszusehen. Und auch Fitness-Influencer, deren Job ist es. Genau. Das ist einfach deren Alltag. Fitness-Influencer ist auch noch mal eine andere Hausnummer, aber gerade so bei Schauspielern ist es ja so, die haben einen ganzen Stab an Leuten um sich. Du kannst dir vorstellen, dass dann dass da dann keine Süßigkeiten zu Hause rumliegen, dass da auch kein Besuch kommt mit einer Torte vorbei oder mit Keksen oder was weiß ich. Da wird halt das Personal oder den Personal Koch macht dir genau nur die Mahlzeiten, die du essen darfst. Ansonsten ist da nichts in dem Haus zu finden. Ja. Und du hast dann eben dein Coach, deine Fitnesseinheiten. Du hast ein richtiges Programm, aber eben zielgerichtet auf 10 Millionen oder mehr. Ist das eben auch eine andere Geschichte, ne? Weil du machst dann auch nichts anderes. Du musst ja auch gar nichts anderes machen. Ja. Du hast gar keinen Alltag. Du hast gar nicht die Verführung, irgendwie, weiß ich nicht, an einem Pizzaladen vorbeigegangen zu gehen oder an der Bäckerei. Oh, es riecht so gut und so weiter. Du musst dich um nichts anderes kümmern als nur um deinen Körper und dass du deinen Text kannst. So. Und dann hast du natürlich einen anderen Ansporn und dann sagen alle so, boah, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja. Wenn man das in der Relation sieht, ja, weiß ich nicht, so kann das im Prinzip eigentlich jeder, außer den Schauspielteil. Ne? So, also, weißt du, also das muss man wirklich so ein bisschen relativieren, finde ich. Genau, und ich sehe natürlich, dass jetzt schon natürlich Leute schreiben, die sagen, hey, ich arbeite jeden Tag auch 10 Stunden, habe 2 Kinder und habe trotzdem Zeit, ins Gym zu gehen und habe einen krassen Body. Das, also solche Menschen gibt es ja auch und die auch keine 10 Millionen kriegen. Aber da muss man auch verstehen, dass jeder Mensch anders tickt. Jeder Mensch hat andere Ziele, aber auch andere, ich sag mal, von der Geburt an gegebene Motivation. Und die habe ich in dem Punkt zum Beispiel überhaupt nicht. Ich glaube, da kommt auch immer ganz viel zusammen. Erstens, ja, wie du schon sagst, auch wie bin ich aufgewachsen und auch wo und wie lebe ich, wo wohne ich? Bin ich irgendwo auf dem Land? Kann ich irgendwie raus? Mag ich überhaupt laufen? Jeder findet ja irgendwie, wenn er möchte, so seine Sportart. Ne? Das kann ja auch Eishockey oder weiß ich nicht. Tischtennis sein. Aber dieses stumpf auch nur so ins Fitnessstudio zu gehen, ist ja auch so eine Nummer. Wenn du Kinder hast und der eine muss irgendwie in die Kita und die Große muss irgendwie in die Schule, muss die Zeiten einhalten, dann musst du noch zur Arbeit. Und dein Fitnessstudio ist aber nochmal 30 Kilometer entfernt. Ne? Ja. So, das muss man immer so ein bisschen auch da so sehen. Da kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, dann habe ich die Zeit höchstens am Wochenende oder so. Das ist schon so ein Faktor. Oder sei mal alleinerziehend und hast das ganze Programm. Ja. Dann musst du wirklich die Disziplin haben und sagen zum Beispiel, ich habe dann, weiß ich nicht, wenn die Kinder abends im Bett sind, mache ich noch hier mein Online-Workout und so. Natürlich gibt es diese Möglichkeiten.
Aber ich weiß nicht, so eine Life-Work-Balance sollte ja irgendwie auch gegeben sein. Und ich finde das immer Wahnsinn, was im Januar für ein irrer Druck irgendwie aufgebaut wird. Auch wirklich jedes Jahr das Gleiche. Weihnachten ist jede Zeitschrift voll mit Keksrezepten und so gibt es den perfekten Gänse-Enten-Braten. So machen sie, sind sie ein toller Gastgeber und noch ein Rezept und noch ein Rezept. Und wirklich im Januar immer Diät, 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 Diät und Fasten und was weiß ich, neue Sportmöglichkeiten, das ist wirklich irgendwie so ganz normal. Dabei ist der Januar, gerade wenn du Weihnachten eben gemütlich zu Hause warst und eben das volle Programm gemacht hast, natürlich sich dann zu motivieren in so einem, in einem Monat, der irgendwie so so in between ist, wo, wo so gar nichts ist und da den, 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 Entschuldigung, Arsch hochzukriegen, ist ja irgendwie, warum denn nicht im April starten, wenn es so langsam losgeht mit Frühling? Klar. Auch schöne Idee. So. Jenny, wollen wir noch ein weiteres, noch heißeres thematisches Eisen anpacken, was ebenfalls zu unserer aktuellen Zeit gerade passt, so jetzt kurz um Silvester herum. Heiß diskutiert in Deutschland, Böllerverbot, ja oder nein? Ja, das ist so eine Sache. Also auf der einen Seite, mein Silvester war wirklich so, dass ich das ganz ruhig angegangen bin als Hundesitter und das ist schon immer mal so mein das größte Ding, was ich sehe, dass den Tieren so unheimlich schlecht geht mit Silvester. Mhm. Und das ist wirklich für viele ja ein richtiges Trauma und eine Zitterpartie. Also mein verstorbener Hund, der ist jahrelang wirklich, es war immer so schlimm an Silvester mit dem, so wie, es fängt ja meistens so ein, zwei Tage vorher schon an, wo, wenn da ein Böller hochgegangen ist, hat die einfach bis Silvester einfach, die wollte nicht mehr raus und hat fast einen Herzinfarkt bekommen. Okay. Also so, also wirklich völlig, also ganz, ganz schlimm. Mhm. Das war wirklich ganz schlimm mit anzusehen. So, das ist das eine. Dann ist es eine riesen Umweltsauerei. Dann hat es aber auf der anderen Seite so ein bisschen Tradition und machen wir uns jetzt vor, so ein richtig geiles Feuerwerk, gucken wir ja alle irgendwie gerne, ne? Also haben wir ja in Hamburg auch, wenn so Kirschblütenfest ist oder so. Ich meine, so schön, so Raketen und so, das hat halt was Magisches und ein Jahreswechsel hat ja auch was, ist immer was Besonderes, egal ob man feiert oder nicht. Es ist ja auch für einen selbst irgendwie immer so eine kleine wieder eine Zäsur oder ein Haken dran oder man lässt nochmal das Jahr Revue passieren oder freut sich eben auf neue Dinge. So, also irgendwie finde ich, ist das ein toller Abschluss. Diese Böllerei mit, was einfach nur Krach macht, finde ich auch Horror. Was in Berlin wieder abgegangen ist und auch in anderen Städten, geht alles so gar nicht. Dieses gegenseitig da sich beschießen, dann die Polizisten und Ordnungskräfte und Sanitäter und so weiter anzugreifen, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass es alles ein absolutes No-Go ist. Vielleicht könnte man sich darauf einigen, dass einfach in diesen, in, gerade in diesen großen Städten, aber gut, was machen dann wieder die Leute auf dem Land, es immer so ein zentrales Feuerwerk gibt, weißt du, so eins am Brandenburger Tor, eins irgendwie, weißt du, so. Ja. Ich weiß auch nicht, ich bin da so ein bisschen zielgespalten. Ich glaube, man könnte auch halt viel sonst auch mit, so mit Lichteffekten oder so machen. Ja, aber diese, also diese richtige Knallerei, ich kann verstehen, dass es für viele total dazugehört und ich kann aber auch, also weißt du, wie das mir als Mutter jahrelang ging? Silvester war der schlimmste Tag des Jahres, als mein Sohn noch jünger war. Gerade so 16, 17. Weißt du, wo ne, so Jungs gerne mal so, juhu, und Party und so untereinander und, oh Gott, ich bin 1000 Tode gestorben immer Silvester. Das war für mich immer so, wirklich so, oh Gott, ich hab wie auf ein lahmes Pferd auf meinen Sohn eingeredet, ne? Ganz schlimm. Also es war wirklich für mich immer die absolute Horrornacht. Als er so in der Teenagerzeit war, habe ich so eine Angst immer um meinen Sohn gehabt. Und ja, wie siehst du das denn? Ach, ich finde das ganz, ganz schwierig. Ganz geredet. Ja, ich finde das ganz, ganz schwierig. Auch wir haben uns hier ordentlich gestritten um das Thema. Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, die war, glaube ich, von
weiß ich nicht, irgendeinem Medium, bei Instagram, einem seriösen Medium. Und ich glaube, da war es irgendwie 65% in Deutschland sind gegen für ein Böllerverbot, 35% nicht. Und ich habe auch die Tage davor im Netz ganz, ganz viel auch sehr aggressive Meinungen gelesen, so gegen, für ein Böllerverbot und auch so Gleichstellungen wie, wer böllert, tötet Tiere oder wenn man möchte, dass Menschen keine Böller kaufen, sollte man draufschreiben, dass es vegan ist. Also da wurde mir irgendwie zu viel zusammengeschmissen, dass alle Böllerer auch fiese Fleischfresser sind. Also es wurde mir ein bisschen verallgemeinert und das Thema wurde mir ein bisschen zu emotional irgendwie Thema besprochen. Es ist wahnsinnig emotional belegt, ja, ne? Ich verstehe es auch. Aber auf der anderen Seite, also dann, wie gesagt, zwei Tage vorher ganz, ganz viele Gegenstimmen. Böller sind scheiße. Und dann aber 0 Uhr war ganz Instagram voll mit Feuerwerksreels und Feuerwerkbilder. Das finde ich auch immer so krass, ne? Dieses, das habe ich witzigerweise, ist mir das bei einer Kollegin aufgefallen, die nämlich auch so richtig so, oh, denkt an die Tiere und scheiß Böller, also so richtig so. Und die hat nämlich auch so ein Feuerwerk gepostet, was an sich ja nicht schlimm ist, aber da dachte ich auch so, naja, passt ja jetzt irgendwie auch nicht, ne? Ja. Also wirklich also so, was interessiert mich, ne? Ich habe jetzt, das finde ich ganz spannend, weil tatsächlich kam die Frage hier am Tisch auch, naja Martin, aber sind die Menschen, die für das Böllerverbot waren, auch diejenigen, die die Feuerwerksvideos gepostet haben? Wusste ich jetzt nicht, aber spannend natürlich, dass eine Kollegin von dir das so gemacht hat. Also ich glaube schon, dass es auch unterschiedliche Menschen sind, aber dennoch habe ich dann gesehen, okay, die Meinungen sind einfach groß und stark und unterschiedlich und ich sehe jetzt ja auch, seitdem ich Hundepapa bin, mein erster Hund, den hat das überhaupt nicht gejuckt. Dem hätte zu schlafen legen können, dem war das alles scheißegal. Jetzt Teddy hier, der fiebt schon rum, wenn irgendwie die Tür knallt. Also der geht schon irgendwie ab und seitdem Teddy da ist, böllere ich auch nicht mehr. Ich finde aber, ich bin eigentlich immer ein Gegner von Verboten. So, da sprichst du mir komplett aus der Seele. Das wäre jetzt eigentlich mein Satz gewesen, den wollte ich sagen. Wollen wir ihn so bei drei Mann, sagen zusammen? Mann, eins, Mann. Zwei. Drei. Ich bin ein Gegner von Verboten. So. Und das jetzt nochmal in richtigen Zweiklang. Nein, also ist wirklich so. Also dieses, so Verbote an sich bewirken, glaube ich, gerade in Deutschland oftmals das Gegenteil. Ja. Ich bin, also wenn es um große Sachen geht, ne? Wenn es um große Sachen geht, du sollst nicht morden, würde ich sagen, absolut ist ein richtiges Verbot. Ja. Aber dann so kleinere Sachen wie Böllern, ja, nein, ich weiß nicht, ich glaube, du kriegst die Menschen ja schon. Nicht alle, aber du kriegst viele Menschen mit Sinn und Verstand. Und auch jetzt, wie viele Menschen auf einmal vegan leben, das ist auch entstanden, weil Menschen sich da haben von überzeugen lassen, durch öffentliche Meinung. Ich glaube auch ohne Verbot. Dass es sowas immer einfacher ist. Also zwar dauert ein bisschen länger, aber wenn du sie andersrum überzeugst oder am besten ist es ja immer, das ist übrigens auch in der Liebe so, du musst den anderen quasi dahin bringen, dass er denkt, das ist meine Idee. Das habe ich mir super ausgedacht. Es ist so. In diesem Glauben, dass der Mensch wählen kann, ob ein A oder B, musst du ihm lassen. Aber eben quasi da zielführend hinführen, dass er denkt, dass es seiner Genialität und seinem Verstand und seiner Empathie entsprungen. Ja. Und ich glaube, dass wir in Deutschland generell so mit diesen ganzen mit Verboten irgendwie nicht so gut klarkommen. Also wollen wir nicht, wir sind ja sperrig. Also so. es ist ja immer gleich dieses, weiß ich nicht, wie du schon sagst, auch die Diskussion geht dann auf einmal so in die Breite, kommt ja alles dazu. Ja. Also was hat vegan Leben mit Böllern zu tun? Richtig, also, gar nichts. Ja. Ne, gar nichts. So, also so und das finde ich dann auch sehr, sehr schwierig, dass wir da nicht wirklich objektiv diskutieren können. Aber Verbot. Wie ist es denn eigentlich in anderen Ländern? Ich weiß das gar nicht so. Also ich glaube, Deutschland ist da recht liberal. Also ich glaube, in den USA gibt es auch manche Staaten, wo du selber Feuerwerk machen darfst.
Ich weiß gar nicht, hier in Schweden darf man auch mit der Knarre rumrennen. Das wäre ja irgendwie auch merkwürdig. Ja, ja. Also, mit der Pistole schon, aber mit einer, also hier so Kichererbsen lassen wir weg. Ich sage jetzt was ganz Unpopuläres, glaube ich. Achtung. Ich glaube, jeder Mensch braucht ein Fenster für Unvernunft. Und wir müssen unsere Ventile haben, wo wir auch Sachen machen dürfen, die nicht okay sind. Sonst implodiert der Mensch, glaube ich. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist etwas auch, was in der Psychologie, wenn du einen klugen Psychologen oder Therapeuten als Gegenüber hast, wird der dir genau diese Option auch immer lassen. Mhm. Ja, weil alles andere ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also so reagieren ja gerade Menschen, die sehr emotionsgeladen sind. Ich bin ja auch so eine kleine Emotionsbombe, ne? Also entweder richtig juhu oder wenn ich heul, dann heul ich richtig. Also so ein bisschen dazwischen ist bei mir auch eher nicht. So, und wenn dir alles verboten wird und kein Hintertürchen offen gelassen wird, so du theoretisch kannst du, solltest nicht, aber theoretisch kannst du, dann hast du ja das Gefühl, ja klar, ich kann halt selbst wählen. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch in der breiten Masse wäre das der richtige Ansatz. Und diese Negativbeispiele, die wir aus Berlin kennen und sonst woher, das ist natürlich scheiße. Und natürlich gibt es immer Idioten, auch in jedem Stadt, in jeder Stadt, nicht nur in Berlin, die krass, furchtbar rumböllern. Auch im 200-Einwohner-Dorf. Gibt's auch. Und Idioten gibt's immer, aber ich glaube, die meisten Leute machen es verantwortungsvoll. Und ich glaube auch, also dieses bloße Böllern aufgrund von es macht Knall und das war's, da verstehe ich auch den großen Spaß jetzt nicht. Also ich zünd auch schon gern so eine Rakete an, weil ich lustig finde, wie sie hochschießt und dann schön knallt und ein lustiges, schönes Bild macht. Das meine ich ja auch vorhin. Aber ich hab mich versprochen, nicht Kichererbsen, sondern Knallerbsen. So fängt das an als kleines Kind, weißt du? Ja, du Jenny hast gar Elbers nicht gemerkt. Gibt ihren Kindern zu Silvester Kichererbsen. Viel Spaß draußen. Nein, aber so fängt es halt an mit so diesen, kennst du diese Dinger, diese kleinen, die man so Klar, auf der Straße? Ja, genau. Natürlich. Ja. So, und dann steigert sich das alles. Und ganz ehrlich, ich mag es auch, oder mochte es auch so, auch in der Familie, dann gehst du halt, deine Nachbarn sind in der Straße, dann die Flaschen hingestellt für die Raketen und so. Es hat halt irgendwie was. Aber dieses bloße Geböller finde ich halt eben auch furchtbar. Ja. Warum? Weißt du, warum? Ja. Das und war furchtbar. Es gab aber auch bei uns am 1.1. immer ein festes Ritual. Man geht nachher raus mit einem Mülleimer und einer Schaufel und macht diesen Scheiß von seiner Straße wieder weg. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und sowas müssen zum Beispiel auch die Kinder lernen, die da ja dann abends auch mal, Kinder dürfen ja dann meistens auch natürlich ein bisschen länger aufbleiben und dann eben, wenn sie älter sind, dann auch anfangen mit den ersten Mal so ein bisschen eine Rakete anzünden und so. Ja. Und eben mit den Knallerbsen oder was auch immer, dass das dann wieder nächsten Tag aufgeräumt wird. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Das habe ich übrigens auch, ich habe hier schön Neujahrsspaziergang gemacht und mir war die Trümmer der Nacht so angeguckt in der Straße. Und da waren es auch überall so die Kinder und Jugendlichen, die da den Kram tatsächlich weggefickt haben, als ich mit Hühnchen unterwegs war. Ne? Finde ich halt dann auch sehr löblich. Finde ich auch wichtig. Und das ist natürlich zum Beispiel in Großstädten, das ist natürlich Quatsch. Das macht keiner weg. Das macht natürlich die Stadt weg. Und zwar relativ schnell. Ne? In Hamburg, ich habe darüber eine Reportage geguckt, wie schnell die sind am Silvesterabend. Naja, ist so rund ums Rathaus und so, weil da ja dann auch Neujahrsempfang ist. Zack, bumm, ist die Stadtreinigung noch, also so ab 1, ab 2 wird da sauber gemacht. Ja. Ist alles weg. Und jetzt die erneute Frage in die Vollzugsanstalten dieses Landes: Dürfen Insassen böllern? Glaube ich jetzt wiederum nicht. Oh ja, nee, nein, ja. Also das glaube ich jetzt wirklich nicht. Also das, nee. Vielleicht die berühmten Knallerbsen. Aber bestimmt keine Böller. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Die
die dürfen ZDF gucken die ganze Zeit. Und hast du gemacht? Silvesterparty. Nein. Na, ich lieb das. Ich hab's wirklich nicht, nee, ich hab's nicht geguckt. Auf Dreisat waren so ganz geile Konzerte, Madonna zum Beispiel, war ein super Konzertdokumentationsgedöns und die Stones so. Das habe ich aber alles nur so nebenbei, weil ich fast nur telefoniert habe. Haben wir mit Freunden telefoniert, dann mit einer anderen, mit einer Freundin und dann habe ich mit dem Vater meines Kindes und seiner Frau telefoniert auf Mallorca, die haben da gefeiert und zwischendurch mit meinem Sohnemann und ich habe irgendwie, das war schwuppdiwupp, war der Abend vorbei. Aber das war jetzt auch an der Stelle wirklich selbst gewählt. Eigentlich wollte ich hier bei Detlef Buck, der kam mir schon. Der Regisseur. Genau. Da war ich eingeladen und wir wollten eigentlich zusammen feiern in Berlin, aber da alle irgendwie im Moment krank sind, krank waren und oder sich einfach nicht gut fühlen, weil es wirklich unfassbar, wie viele Leute bei mir im Freundeskreis krank sind. Und ich eben jetzt ja quasi schon auf gepackten Koffern sitze und in die Sonne möchte. Ich habe gesagt, nee, wisst ihr was? Ich lasse es. Ich lasse es weg und ich komme ja wieder. Ich komme ja auch irgendwann mal wieder. Aber war das traurig für dich, so Silvester allein zu sein? Nein, überhaupt nicht. Nein, nee, hatte ich aber so tatsächlich das erste Mal. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit mit anderen Leuten, die, also es wäre ja auch ein leichtes gewesen, auch selbst hier in der Gegend oder zu meinen Eltern, oder zu meinem Bruder und meine Schwägerin und was weiß ich. Oder ich habe ja hier auch Schulfreunde, obwohl, nee, also die habe ich schon, aber die haben gerade Corona, da wollte ich dann auch nicht. Nee, ich wollte das gar nicht. Also das war selbst gewählt so und ich hätte auch in Hamburg zu einem großen Ball gehen, so einem 20er-Jahre-Ball gehen können. Ich wollte es alles nicht, ich hätte auch nach Kitzbühel fliegen können, also nach München und dann nach Kitzbühel mit dem Auto. Aber nee, habe ich für mich so beschlossen, einfach fand ich das mal spannend und es war auch total schön mit diesem ganz, ganz jungen Hund. Ihr, das Mädchen, ihr erstes Silvester und ich musste auch gucken, dass sie das gut hinbekommt und das ist ja prägend. Also ja, ich bin dann auch nachmittags, spät nachmittags auch nochmal mit ihr eine ganz große Runde gegangen, wo eben auch schon geböllert worden ist und dann so, Gott, die Nachbarn denken sich wahrscheinlich sowieso, ja gut, das ist halt die Elvers, so hüpfend, weil sie wollte nicht mehr weitergehen, also weil es geböllert worden ist, und so, nö. Also es hat zwar auch nicht gezittert, aber sie wollten partout nicht mehr weitergehen. Und dann habe ich so gesagt, so, doch, wir hüpfen jetzt. Und wenn du Angst hast, sing ein Lied. So bin ich über die Felder gehüpft. Und dann ist sie mitgelaufen. Ihr blieb auch nichts anderes übrig. Also am Anfang habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gezogen, aber dann ist sie mit. Und dann hat sie auch gemerkt, nee, ist okay, passiert ja gar nichts. Ne? Wenn die blonde große Frau singt, dann scheint alles in Ordnung zu sein. Wenn die da rumhüpft und singt, mein Gott, lass uns bitte schnell nach Hause gehen, das ist ja peinlich. Ich mach auch mit. Und so hat sie das ganz entspannt ihr erstes Silvester hinbekommen und da war ich ganz happy. Ja. Also bei uns lief ab 7:45 ZDF vom Brandenburger Tor mit Kiwi und JBK. Ich habe alles schon verrückt gemacht. Also wir müssen nachher Kiwi und JBK gucken. Wer sind denn Kiwi und JBK? Da wollt ihr mich verarschen? Johannes Bekerner und Andrea Kiewel. Ich weiß nicht wieso, also aber ich mag das irgendwie. Also ich mach's dann an und man sitzt da nicht davor, man guckt irgendwie. Nee, man guckt irgendwie, immer mal wieder rein. Man kocht, nein, dann lässt man es mal so rein, laufen. Ne? Man hört's im Hintergrund. Genau. Und auch die Bands, die da auftreten, das ist dann meistens also reingeguckt so. Reingeguckt habe ich aber auch mal. Also so ist es nicht. Mhm. Und ich lieb's dann immer zu sehen, okay, dann treten so Bands wie Rednecks, Hermes House Band in der 94. Konstellation auf. Genau. Kein Originalmitglied mehr da. Wo waren die denn eigentlich alle? So das ganze und warum Jahr ist über. Diese blonde Frau 19? Rednecks gibt's auch schon seit 30 Jahren. So. Und also ich weiß auch hier, Daniel produziert es, glaube ich, hier, die Silvestershow vom Brandenburger Tor. Und ich weiß, er hört unseren Podcast. Also liebe Grüße. Daniel, mein großer Traum ist es, einmal die Sendung mit Kiwi und JBK zu moderieren. Gerne auch als Außenreporter, ist mir scheißegal. Und bitte ich nächstes singe. Jahr. Und Jenny singt. Du singst als Rednecks-Mitglied Cotton Eye Joe. Oh, bitte.
Oder ich tanze einfach nur im Hintergrund. Also das müssen wir doch mal, so einen Traum müssen wir doch mal irgendwie realisieren können. Hör mal, da müssen wir mal unser Management dran setzen, Martin. Oh, ich lieb ja auch, kennst du Anderson Cooper? Jetzt wird's international. Anderson Cooper und, ja, ist der andere? Ach, der andere grauhaarige Schwule. Der andere grauhaarige Schwule. Es ist nicht George Clooney. Nein. Oh, gewagtes Feld, Frau Elmer. Es ist nicht George Clooney, habe ich gesagt. Es ist nicht George Clooney. Und es gibt auch keine Gerüchte darum. Nein. Wie heißt hier der Real Housewives moderiert? Andy Cohen. So. Die moderieren zusammen vom Times Square für CNN. Und es gibt diese große Show mit Ryan Seacrest, wo so alle Stars sind. Und die haben einfach nur so einen kleinen Wagen, der irgendwie 5 Meter in der Luft ist. Da stehen sie drauf, moderieren von und machen einfach nur Blödsinn. Und das finde ich mega. Geil ist das denn? Komm, wir machen genau so ein Außending. Wir beide als Moderationsduo. Du brauchst nächstes Jahr vom Brandenburger Tor. Der soll mit Kiwi das machen und wir machen das Außending. Und wenn uns keiner engagiert wir machen die Außenwette. Und wenn uns keiner engagiert vom ZDF, wenn die uns nicht haben wollen, dann machen wir das einfach selbst und live auf Instagram. So, wir haben jetzt aus eine welcher Verabredung. Stadt? Naja, wir stellen uns da einfach vor die Bühne aus Brandenburg. Jetzt aber mal ohne Scheiß. Das können wir doch irgendeiner Stadt verkaufen. Wir machen aus eurer Stadt einen Wanderzirkus-Livestream Silvester. So vom Dorfplatz. Hier, was weiß ich, Wittstock-Dosse oder was gibt's da für Städte? Rostock. Lüneburg, du bist doch hier Rote Rosen-Podcaster auch. Ja. Lüneburg da, wie heißt die Hauptstraße da? Die, am Sande? Die in der Innenstadt? Am Sande oder am Marktplatz da direkt. Ja. Why not? Na, oder wie gesagt, wir stellen uns einfach vor die ZDF-Bühne und haben dann Kiwi und Johannes B. Kerne im Anschnitt und bei dir bellt irgendwas im Hintergrund. Jetzt kommt der Hund und die Jungs kommen vom Einkaufen zurück. Der möchte auch mitreden. Ja. Hat Böller gehört. Du hast jetzt gar nicht meinen Vorschlag mehr gehört. Also, doch, ich hatte dich gehört. Wir stellen uns da trotzdem hin und Und haben Kiwi und Johannes B. Kerner im Anschnitt. Nur so die Beine. Und wir stehen Hattest du eigentlich mal einen Song? Wie bitte? Ob du mal einen Song hattest. Du bist so eine Art Celebrity, die in den 90ern vielleicht mal von einem windigen Agenten die Idee untergeschoben bekommen hat. Jenny, jetzt sing doch mal ein Lied. Wir bringen eine Single mit dir raus. Ja, natürlich. Stefan Raab ist damals auf die glorreiche Idee gekommen. Und ich fand das ganz spannend. Kennst du, die Doros sagen dir ja was, ne? So die Videoproduzenten überhaupt. Hannes Rossacher, Rudi Dolezal. Ja. Ne? So, die alle Videos auch mit Falco und so weiter gemacht haben, also hier Amadeus und so. Und ich dachte an die Heavy Metal Queen Doro. Nein, die beiden. Quatsch, Mann! Die ist übrigens sehr nett, by the way. Okay. Ja. Doro Pesch ist ganz, ganz entzückend. So, und die haben ja wahnsinnig viele Videos für Viva gemacht und generell waren da sehr, sehr aktiv. Und ja, Stefan hat ja viel produziert, nicht nur moderiert, sondern auch produziert. Und wir haben den unfassbar geilen Song Blonde and Stupid damals produziert. Wirklich? So geil. Das Video gibt's ja auch noch, muss man auf YouTube gucken. Haben wir in Miami gedreht. Das ist nicht dein Ernst. Ehrlich gesagt ging es mir nur um die Dreharbeiten, weil ich fand es auch sehr, sehr geil. Einfach so, ja geil, mehr in Miami, dann gab es auch noch Kohle dafür, weißt du. Und Stefan kam damals auch mit. Das hier? Mit beim Videodreh. Warte. Und jetzt kommt es. Er ist in dem Video, hat er einen ganz, ganz kurzen Cameo-Auftritt in diesem Pizza-Ding da. Da dreht er sich so weg, ist gefühlt eine Viertelsekunde nur zu sehen. Aber wir haben auch zusammen, also er natürlich mehr, aber ich durfte mitreden, damals dann das Video geschnitten in Wien. Sind nach Wien geflogen und saßen da im Schneideraum und haben das geschnitten zusammen. Mit Stefan habe ich mal so außen, ja, das ist ein richtig hochwertig, mega absolut. Video. Auf einer Yacht. Was hat ihr irgendwie so Wasserski fahren? Kenn ich. Auf einer krassen Party. Warte, ich hör mal kurz rein. Und dieses wow, 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 das ist natürlich auch Stefan, ne? Das ist ja witzig. Und das hast du gesungen? Das guckt
guckst du dir mal in Ruhe an. Er hat das damals unter dem Pseudonym Alf Igel gemacht. Ja. Ja. Na, klingelt's. Und ich glaube, es war das Einzige, also was er mal gemacht hat, was nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Alles andere, was er in seinem Leben gemacht hat, war, außer vielleicht die Metzgerlehre, doch die hat er ja auch abgeschlossen, aber alles andere war definitiv erfolgreicher. Aber wir hatten wahnsinnig viel Spaß beim Drehen. Aber ich sag jetzt mal was. Wenn jetzt das Angebot kommt, dass wir beide nächstes Jahr vom Brandenburger Tor moderieren, es aber heißt, Jenny muss Blonde and Stupid performen. Würdest du es machen? Sofort. Ich singe das ja auch wirklich selbst. Also es ist ja grundsätzlich so, ich habe ja auch im Zuge meines Schauspielunterrichts tatsächlich Gesangsunterricht und so weiter gehabt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich kann's so wahnsinnig gut. Das ist mein bestes Talent oder mein größtes Talent. Aber würde ich total, sofort, würde ich sofort machen. Also wir waren auch in den Charts, so ist es nicht, aber ich glaube nicht Top Ten. Nicht Top Ten, definitiv nicht. Lustig. Aber es war schon geil, damals lief es halt dann auch auf Viva. Ich wollte halt auch mal auf Viva laufen, weißt du? Ich war blond und jung und brauchte das Geld und hatte einen riesen Spaß. Ich sehe gerade hier aber auch Stupid anders geschrieben, ne? Nämlich Stoopid. Natürlich. Jenny und the Girls. Wie lustig. 1995 kam es raus. Sehe ich hier irgendwo noch Chartplätze? mit sowas kriegst du mich ja, ne? Also, nix ausgelassen. Kannst du das bitte nachher dann mal recherchieren? Wir wollen uns unterhalten hier. Das ist hier im Podcast und nicht ein Schweigecast. ich bin Starstruck, Jenny. Das erste Mal seit 39 Folgen. Nein, bin sehr beeindruckt. Und ich habe danach aber nochmal, ich konnte es dann auch nicht sein lassen, dann habe ich nochmal auf Deutsch einen Song aufgenommen. Ich verzeih dir, der war schön auch, aber der war jetzt, Blood and Stupid war irgendwie, hat mehr Spaß gemacht, einfach weil es auch geile Dreharbeiten waren. Hattest du ein Problem mit dem Titel oder war das ironisch irgendwie verarbeitet, Blond nee. Und Dumm? Aber ich glaube, also wir Stefan und ich hatten damals dann doch viel Diskussionen rund um diesen Titel. Also nicht um den Titel selbst, den fand ich super und ich fand auch, ne, fand es halt einfach lustig und wir hatten halt so Spaßgesellschaft, ne? Zu dem Zeitpunkt jedenfalls enorm. Und aber hinterher, so wenn es dann losgeht mit der Promo, weißt du, wenn du zu diesen Interviews und so musst, da war er dann wirklich so, nee, du musst das dann auch genau so verkaufen, so irgendwie auch doof machen. Und ich sage, nee, kann ich nicht, das ist gegen meine Natur. Also so, den Teil fand ich dann eher nicht so cool, weißt du. Es gibt ja so einige Damen, die das sich so als PR-Nummer sozusagen überlegt haben. Ne? Sei schlau, stell dich dumm. Und ja, wenn man mir das damals so auch gut so verkauft hätte, hätte ich das auch so gemacht. Aber irgendwie war das so ein bisschen, ja, da dachte ich so, nee, du siehst irgendwie, optisch bist du schon so wahnsinnig Klischee. Und eigentlich willst du ja dann doch zeigen, dass du in ganzen Sätzen sprechen kannst und nicht so ganz blöde bist. Ne? Also das war so, Und wenn du dann nicht diese Rolle dann bis zum Ende durchspielst, dann bist du nicht wirklich glaubhaft. Und das braucht es natürlich auch für einen Song. Klar, ja. Aber ich verstehe auch, dass man das dann nicht spielen möchte. Also warum auch? Sehe übrigens gerade, falls man den Song für sich selber haben möchte im Regal, es gibt ihn noch bei eBay. Maxi-CD 3,49. Oh, das ist ja gar nicht so günstig. Ich wollte gerade sagen, ist doch okay. Und hier dann ein anderer Song ist auch hier da. Ich verzeih dir, ja. Aber was bist du denn jetzt die ganze für Zeit im Internet, während du mit mir redest? Das ist ja unhöflich. 4,65. Jenny, ich verzeih dir. Tolles Bild übrigens. Dankeschön. Gut. Ja, dann kaufe ich mir witzig, die jetzt. Ne? Vielleicht habe ich noch so einige rumzufliegen. Ich kann mal gucken und dir mal ein Jenny Elvers, damit du mich kennenlernst, Paket schicken. Eins deiner Bücher hast du mir schon geschenkt, da habe ich mich sehr gefreut drüber. Richtig. Es freut mich, dass du dich drüber gefreut hast. Ja, das ist ja so im Laufe eines Lebens, wenn man schon so lange in der Öffentlichkeit ist, irgendwann fängst du halt nicht mehr
damit an, noch eine Kiste aufzumachen und wieder irgendwelche Sachen aufzubewahren, sondern sagst dir, ach komm, ne? Ach komm, gut, bei so einer CD dann schon. Das ist ja schon was Besonderes. Das ist schon unique, absolut. Aber jetzt so diese einzelnen Jenny 1900, was weiß ich, 98 und so weiter Kisten, die jedes Jahr irgendwie gewachsen sind und es immer mehr wurde, irgendwann hörst du auf. Irgendwann hörst du auf, den Kram zu sammeln, weil wofür? Ja. Mittlerweile haben wir das Internet. Huch! Da kann man auch viel aufbewahren, was man nicht braucht. Ja. Jenny, ich muss jetzt leider auch aufhören. Warum? Musst du mit dem Hund? Essen mit nach Hause gebracht. Es wird jetzt gekocht. Heute Abend gibt es ganz klassisch schwedisch Burger mit Pommes. Ach was. Aber selbst gemacht. Ja. Na, immerhin. Dann lasst es euch schmecken. Was gibt's bei dir? Ich bin ja Vegetarierin erstens. Mhm. Also bei mir gibt's ja, also gut, du kannst auch vegetarisch ungesund essen. Aber nein, bei mir gibt's heute hier einen großen Salat. Ich habe sehr viel noch Mango geschnippelt und noch Ananas übrig und mache mir hier den Früchte-Gesundheitsabend. So. Das klingt toll. Und danach gibt's aber Kekse. Ich bin ja so Keks-Fan, ne? Ja. Ich würde gerne nächstes Mal mit dir über die perfekte Bratwurst sprechen. Kannst du schon mal überlegen, was das für dich ausmacht. Die nicht gegessen wird. So. Ja, gut. Dann danke ich dir jetzt für das Gespräch, für die Zeit, für danke die dir. Spannenden neuen Einblicke, mein Gott. Mein CD-Schrank wird voller werden. Schöne Grüße in den Knast. Alles Gute euch. Schreibt uns gerne. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Tschüss, Jenny. Frohes neues Jahr. Tschüss, Martin. Frohes neues. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.